als hätte ihn erwischt. Hm. Hast du ja, herzlich willkommen. Gesehen? Nein. Keine Ahnung. Magi, den Göttern sei Dank. Ich habe seit vielen Monaten keinen mehr von euch gesehen. Das betrifft dich, Mütterchen. Mein Sohn, die Phoebe, er ist närrisch, läuft ständig davon. Er hält sich für einen großen Denker. Seth, schütze ihn. Er war in der Nähe des Strandes auf der Suche nach einer Höhle. Er sollte schon längst zurück sein. Dann werde ich ihn für dich finden. Dann ist weiter. Der Philosoph aus Versehen. Erreiche den Strand. Oh gut, das ist nicht weit weg. Wir sind bei Level 21. Komm, wir gehen mal eine Runde schwimmen. Es ist eh warm die ganze Zeit, deswegen kann man auch mal ruhig ein bisschen paddeln gehen. Wenn jetzt nicht noch irgendwelche Krokodile auf uns aufmerksam werden. Und da sind wir am Strand. Hier ist die Stelle, an der Tifibi sein soll. Ich habe jetzt gerade nichts. Da ist was. Zerrissene Kleidung. Seltsam. Zerrissene Kleidung. Achso, das war sowieso. Ich sollte wieder unser Untersuchungsgebiet. Da wäre noch was. Sein Blut ergoss sich ins Wasser. Das wäre das sein Blut. Das, ah. Gut. Die Kleidung, das Blut. Okay. Da wäre noch was. Führt um den Leuchtturm. Ich frage mich. Da. Die Blutspur führt zu dieser Tür. Ich muss auf alles gefasst sein. Glaube ich, ist klar. Tifibi, deine Mutter wollte, dass ich dich finde. Tja, das ist gut. Ich hätte dich sonst doch verletzt. Mit meinen Gedanken. Ayu. Wohl kaum, kleiner Mann. Na gut. Bitte hilf mir hoch. Oh. Mir ist ein bisschen schwindelig. Ich glaube, ich habe viel Blut verloren. Ich bringe dich schnell zurück zu deiner Mutter. Sie wird wütend sein. Aber gut, geh vor. Ich kann mich auf den Beinen halten. Mutter schickte einen Krieger zu meinem Schutz. Ein Philosoph braucht eine Wache. Da willst du lang. Hey, ich bin nicht deine Wache. Ich helfe deiner Mutter. Dein Abzeichen? Das Auge des Horus? Mein Magi-Abzeichen. Magi? Ah, altes Königreich. Wurden die nicht von den Ptolemäern getötet? Bis auf einen. Darf ich deine Geschichte aufschreiben?
Der letzte Magi wäre eine fantastische Erzählung. Nun ja, was für eine Geschichte würdest du erzählen, Tifibi? Ich weiß. Eine Fabel. Eine. Da! Schnappt ihn! Er ist ein Dieb! Hast du sie bestohlen? Verteidige meine Freiheit, Krieger! Ich kümmere mich darum. Kein schwerer Schuss! Geil. Mutter schickte einen Krieger zu meinem Schutz. Ein Philosoph braucht eine Wache. Hey, ich bin nicht deine Wache. Ich helfe deiner Mutter. Dein Abzeichen. Da! Schnappt ihn! Er ist ein Dieb! Hast du sie bestohlen? Verteidige meine Freiheit, Krieger! Ich kümmere mich darum. Er ist tot. Aber ich habe Besseres zu tun. Ich schlitze dich auf. Jetzt bist du tot. Oh, aber auch mit viel Glück gerade. So. Hast du mir etwas von deinem Abenteuer verschwiegen? Eine Kiste Drachmen vielleicht? Du kränkst mich, Magi. Ich bin auf der Suche nach Wissen. Ein paar Drachmen hier und da, aber nie gestohlen. Es scheint wohl niemand mehr zu kommen, Tifibi. Zurück zu deiner Mutter. Und deinen Studien. Besuche mich jederzeit in Alexandria, Magi. Ich werde ein großer Philosoph. Wart's nur ab. Ich freue mich darauf, Tifibi. Mission abgeschlossen. Der Philosoph muss versehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mit welcher Quest? Hier oben ja noch eine. Symposium, okay. Aber hier eigentlich schon alles weg, ja, ne? Ja, sieht so aus, als hätten wir alles weg da. Naja, dann gehen wir mal ins Symposium. Das ist eine Level 21er Mission, die wir aber fast haben, die 21. Gut, ich bin mal raus für heute. Wir sehen uns wieder morgen um 12. Bis dahin, tschüss.